Klaas Wolter von Dedalic ist bei uns zu Gast und der hat gleich einen ganzen Koffer voll mit Spielen mitgebracht, unter anderem Memoria, das ist die Fortsetzung von Satinavs Ketten. Also noch einmal, DSA, das schwarze Auge, Traditionsrollenspiel mit Point and Click. Wurde also beim ersten Mal gut von der Community angenommen. Oh ja, dieses Experiment nicht ganz, aber dieser etwas ungewöhnliche Weg, ein Point-and-Click-Adventure im Rollenspieluniversum zu schaffen, das wurde sehr gut angenommen und wir haben sehr viel positives Feedback auf Satinavs Ketten erhalten und wollen jetzt die Geschichte fortsetzen. Inwiefern wird die Geschichte denn fortgesetzt? Was man schon weiß, ist, es gibt zwei Zeitebenen und nur in einer davon kennen wir die Charaktere überhaupt schon. Genau, wir haben zum einen den Vogelfänger Geron, dessen Geschichte fortgesetzt wird. Er kümmert sich nach wie vor oder möchte nach wie vor Nuri wiederbeleben. Und als nächstes machen wir dich wieder zu einer Fee. Hast du den Mann getroffen? Ja, ich weiß noch nicht, ob ich ihm trauen kann. Aber wenn Giacomo recht hat, dann ist bald alles wieder so wie früher. Dann bist du wieder so groß wie ein Mensch. Und zusammen reisen wir wieder durch Aventurien und erleben ein Abenteuer nach dem anderen. Und auf der anderen Seite haben wir die Prinzessin Satya, deren Erlebnisse spielen so etwa 450 Jahre vor Gerons Ereignissen. Sie zieht in einen großen Krieg und möchte da eigentlich die größte Heldin aller Zeiten werden. Endlich. Die erste Etappe ist geschafft. Aber dort hinauf schaffe ich es niemals ohne Führer. Ich dachte, ihr seid vorbereitet, Herrin. Und auf Gerons Mission wird er immer wieder über Ereignisse aus Satyas Zeit stolpern, die halt ins Spielgeschehen für uns mit einbezogen werden. Und da wird es dann halt diverse Verbindungen geben. Ich bin Vogelfänger. Und es ist mir inzwischen gleich, was andere von mir denken. Ich habe eine Fee gerettet. Und ich habe ein Königreich befreit. Ich muss niemandem mehr etwas beweisen. Nun gut, geh rein und pass auf deinen Rücken auf. Ich bin immer hinter dir. Ah, Geron, wie schön. Komm, setz dich. Setz dich. Seid ihr Fahi? Ja, setz dich. Hast du gut hergefunden? Ja. Man sagte mir, ihr verkauft einen Zauber, mit dem man die Gestalt eines Menschen dauerhaft verändern könne. Eines Menschen oder eines Tieres? Aber alles zu seiner Zeit. Die Mächte der Finsternis bedrohen das Land. Und die große Entscheidungsschlacht steht kurz bevor, als eines Nachts eine Gruppe von Helden die Grabkammer eines uralten Magier-Moguls betritt. Wird Rachban uns wirklich bis zum Schluss begleiten? Ja, sobald wir hier fertig sind, wird er uns durch den Raschthulswald zum Heiligen Heer führen. Er selbst ist in eben jenem Gebirge aufgewachsen. Er kennt den Weg besser als jeder andere. Ihr wisst, der Verkiner ist ein Verstoßener. Sogar sein eigenes Volk fürchtet ihn. Wir haben keine andere Wahl. Wir brauchen ihn. Wie konnte es nur so weit kommen? Eine Invasion des Bösen in unserer Zeit? Dunkle Zeiten gibt es immer wieder, Prinzessin. Aber was genau dazu geführt hat, spielt keine Rolle mehr. Wichtig ist nur, dass wir bereit sind zu kämpfen. Die größten Helden unserer Zeit haben sich zusammengefunden, um die Entscheidungsschlacht in der gorischen Wüste zu schlagen. Und auf ewig in die Geschichte einzugehen. Wenn wir gewinnen. Wie wird das laufen? Ist das ungefähr 50-50 in den Zeitebenen und wechselt man regelmäßig oder wird es in Blöcken abgehandelt? Also technisch sind es tatsächlich gleichwertige, gleich große Anteile. Gefühlt werden Satyas Ereignisse allerdings ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nehmen, ein bisschen mehr Spielzeit belegen. Der Wechsel wird kapitelweise erfolgen. Wir haben 8 Kapitel im Spiel und in 4 davon spielt man Geron, in 4 dann die Satya und die beiden größtenteils immer im Wechsel. Da ist jemand nebenan. Oh, nicht schon wieder. Nur noch diese Wand. Dann sind wir in Draconia. Hilf mir. Alleine komme ich hier nicht hoch. Befreie meine Hände. Wenn ich das tue, tötest du mich doch sofort. Richtig. Ich nehme an, es wird dann auch wieder mehr Story getrieben. Das letzte Mal war es ja auch so. Story, Hauptpunkt. Und dann die Rätsel waren für jetzt Adventure-Fans eigentlich eher einfach. Habt ihr da ein bisschen dran geschraubt oder wird es wieder ungefähr so sein?
Also zum einen werden wir mit einem ganz anderen Rätseldesign jetzt aufwarten. Wir werden jedem Kapitel so eine ganz eigene Art von Rätseln geben. Da wird es natürlich ganz klassische Point-and-Click-Adventure-Rätsel, ganz klassische Item-Kombinationen geben, aber auch etwas ungewöhnliche Dinge. Wir haben zum anderen auch die Magie-Fähigkeiten etwas ausgebaut. Am Anfang, im ersten Kapitel, findet die Isadia zum Beispiel einen Zauberstab, mit dem sie die Kontrolle über Steinwächter, über Steingolems übernehmen kann und diese quasi fernsteuern kann. Die Story wird aber natürlich auch eine ganz, ganz große Rolle spielen und ja, es geht darum, natürlich die Ereignisse in der DSA-Welt kennenzulernen und zu erleben und die Geschichten um die beiden Charaktere voranzutreiben, sodass also auch Adventure-erfahrene Spieler dort gut ihren Weg durchs Spiel finden werden. Das heißt, ihr habt im Grunde so das genommen mit der Mechanik aus dem ersten Spiel, dass man Dinge zerstören und wieder heile machen konnte und habt sowas Ähnliches in mehreren Versionen eingebaut. Also wir haben die Zauberfähigkeiten in verschiedene Bereiche erweitert. Es ist nicht einfach nur kaputt machen und zerstören, sondern diese Fähigkeiten lassen sich halt auch in ganz andere Richtungen einsetzen. Ein einfaches Beispiel wäre halt Licht an- und auszaubern oder eben diese Steinwächter aus dem ersten Kapitel zu aktivieren. Ihnen können dann aber auch Befehle gegeben werden, als würde man halt einen weiteren Charakter steuern, sodass sie schon auch komplexere Handlungen ausführen können. So als Beispiel, Satya ist am Anfang des Spiels eingeschlossen in einer Grabkammer und findet keinen Weg heraus und ein Steingolem kann sie dann aktivieren und diesen versuchen lassen, eine Wand einzureißen und ja, um sich zu schlagen und ähnliches. Das sollte reichen. Bei denen. Ist sie das? Ja. Ja, das ist sie. Die Maske von Malakar. Damit werden wir die Schlacht gegen die Dämonen ein für alle Mal schlagen. Ayal! Ein Wächter! Bewacht die Tür! Wenn der Käferschlüssel beschädigt wird, sind wir hier eingesperrt. Was mir auch aufgefallen ist, es war sehr viel mehr animiert. Der erste Teil war ja 2D-Hintergründe und die Figuren haben sich bewegt, aber ansonsten nicht so viel. Mhm. Ist da auch irgendwie technisch, hat sich da stark was verändert? Wir haben, klar, in der Grafik viel verbessert. Wir haben einiges, was halt zum ersten Teil nicht ganz so gefallen hat, verbessert, wo wir konnten und unter anderem die Animationen der Charaktere und der Locations deutlich intensiviert. Ich glaube, einer von euch lügt. Und wer soll das sein? Du. Und woher willst du das wissen? Du sagtest, du warst jedes Mal allein, als dein Freund sich draußen erleichterte. Es gibt niemanden, der bezeugen kann, wo du während dieser Zeit warst. Doch, sein Geldbeutel. Wenn ich abgehauen wäre, wie hätte ich dann jede verdammte Partie gewinnen können? Und jetzt lass mich in Ruhe. Und wie sieht's mit dem Fahrplan aus? Seid ihr im Zeitplan drin? Ja, Release ist Ende August und da sieht alles sehr gut für aus. Okay, danke. Ist euch letzte Nacht etwas Verdächtiges aufgefallen? Ach, war der Dieb auch bei euch? Welcher Dieb? Eine meiner Glasschatullen wurde mir gestohlen. Ich konnte den Kerl nur aus der Ferne erkennen. Er trug einen langen Stab auf seinem Rücken. Verdammtes Hirtenpack. Vielleicht war es ein Zauberstab. Bei den Göttern. Was sollte ein Magier mit meinen billigen Waren wollen? Das heißt, so viel Geschmack hätte ich diesem Gesindel gar nicht zugetraut.